Deutschlands Versicherungen strotzen vor Geld und Sie dürfen nur einmal raten, wer den Konzernen die Kassen füllt. Wehe, Sie haben eine der so beliebten Kapitallebensversicherungen und wollen oder müssen Sie, wie Millionen andere, auch vorzeitig kündigen. Dann sehen Sie von Ihrem Eingezahlten nichts oder nur wenig wieder. Das aber zu Unrecht. So jedenfalls hat es kein geringerer als der Bundesgerichtshof sehr deutlich entschieden. Die Abgeurteilten aber stellen sich sprachlos. Sollen die Kunden doch kommen und ihr Geld zurückfordern. Die aber wissen oft nichts von den Urteilen und von ihren Rechten und machen es den Konzernen allzu leicht, ihnen das Versicherungsfell über die Ohren zu ziehen. Tilman Billing über den Riesen Reibach. Inge und Johannes Müller-Pöck fühlen sich von ihrer Versicherung übers Ohr gehauen. 6 Jahre lang zahlten sie viele tausend Euro in ihre Kapitallebensversicherung ein. Dann kündigten sie den Vertrag vorzeitig. Die böse Überraschung, von den fast 24.000 Euro bekommen sie gerade mal rund 10.000 zurück. Ich hätte vorher den Vertrag, wenn ich mit diesem Wissen, was ich jetzt habe, nie abgeschlossen. Denn ich sehe nicht ein, dass hier sich andere bedienen von den Geldern, die ich da einzahle. Das ist gar keine Gerechtigkeit. Das kann ja gar nicht gerecht sein. Dann hätte ich ja lieber das Geld für einen guten Zweck spenden können oder anlegen können. Dann hätte ich wenigstens was davon gehabt, als wie statt große Versicherungen zu unterstützen. Für Frontal 21 rechnen Experten nach. Dem Ehepaar steht demnach noch eine Rückzahlung von rund 2.800 Euro zu, inklusive Zinsen sogar noch mehr. Denn der Bundesgerichtshof hat vor kurzem entschieden, wenn Kunden eine Kapitallebensversicherung vorzeitig kündigen, muss der Versicherer knapp die Hälfte des eingezahlten Kapitals erstatten. Und zwar bei Verträgen, die zwischen Mitte 94 und 2001 abgeschlossen wurden. Das betrifft bis zu 15 Millionen Verträge. Noch als Richter am BGH hat Professor Römer das Urteil mit herbeigeführt. Heute ist er Ombudsmann für Versicherungen, kritisiert deren Informationspolitik. Also ich schätze mal, dass etwa 85% der Versicherungskunden von den Urteilen nichts erfahren. Und das heißt, sie erfahren auch nicht, dass sie noch Nachzahlungsansprüche haben. Der Gesamtverband der Versicherungswirtschaft sieht aber keinen Grund, sich etwas vorzuwerfen. Wir glauben also als Branche, dass wir des Guten genug getan haben und dass wir zumindest zivilrechtlich in keiner Weise verpflichtet sind, jetzt einzelne Kunden anzusprechen oder anzuschreiben, ganz zu schweigen von dem riesigen Aufwand und den riesigen Kosten, mit denen das verbunden wäre. Experten halten das für juristisch und moralisch verwerflich. Diese Weigerung also, ein höchstrichterliches Urteil nachzuvollziehen, wirft dann sogar die Frage auf, ob hier nicht der Tatbestand der strafrechtlichen Untreue erfüllt ist. Ich halte das nicht vereinbar mit den Geboten des Anstands. Es ist einfach nicht anständig zu wissen, jemand hat noch Geld zu bekommen und man zahlt es nicht. Auch Katja Krumrei will ihr Geld zurück. Knapp 1,5 Jahre lang hat die Apothekenhelferin brav in ihre Kapitallebensversicherung eingezahlt. Als sie die Arbeitsstelle verliert, kann sie nicht mehr länger zahlen. Ihr wird vorzeitig gekündigt. Von fast 1.800 Euro bekommt sie nicht einen Cent zurück. Man fühlt sich halt ja, von der Versicherung irgendwo betrogen. Die sitzen am längeren Hebel, man kann da nichts gegen tun. Die Verbraucherzentrale hat den Vertrag von Katja Krumrei durchrechnen lassen. Ihr steht nach dem BGH-Urteil eine Nachzahlung von 765 Euro zu. Doch ihre Versicherung, die Hamburg-Mannheimer, teilt Katja Krumrei in einem Schreiben vom 1. März mit, es seien Berechnungen erforderlich, die bisher in dieser Form nicht vorgesehen waren und erst eingerichtet werden müssen. Daher sei eine zeitnahe Erledigung nicht möglich. Das ist ja nicht meine Schuld, dass sie es nicht berechnen können, sondern das ist die Schuld der Versicherung. Wenn es umgekehrt ist, wo sie halt Geld von mir haben wollten, damals die Beiträge, wo ich die weiterzahlen sollte, da konnte ich auch nicht einfach sagen, ja, ich brauche jetzt erstmal ein halbes Jahr Zeit, ich kann im Moment nicht bezahlen. Wir fragen nach bei dem Versicherungsmathematiker, der Katja Krumreis Fall durchgerechnet hat. Wie lange hat er dafür gebraucht? Bei einem klaren Fall mit guter Datenlage benötigen wir eine halbe Stunde bis Stunde, um den gesamten Fall durchzurechnen und die Daten auch bereitzustellen, damit der Kunde erfährt, welche Ansprüche er hat. Ein Zwei-Mann-Büro braucht also höchstens eine Stunde für die Berechnungen.
Ein milliardenschwerer Konzern wie die Hamburg-Mannheimer, immerhin Nummer 2 unter Deutschlands Lebensversicherern, ist dazu nach einem halben Jahr immer noch nicht in der Lage. Wir fragen nach. Die Antwort? Man arbeite mit Hochdruck daran, Programme bei der Bearbeitung der BGH-Fälle bereitzustellen. Als Entschädigung werde man Nachzahlungen für den Zeitraum von November 2005 bis zur Auszahlung verzinsen. Die Versicherungsunternehmen sind zum Teil Konzerne, die zu den reichsten auf der Welt gehören. Dass die es nicht schaffen, binnen 6 Monaten Rückforderungsansprüche auszurechnen, ist wirklich ein Armutszeugnis. Wir schaffen das in wenigen Tagen. Die Versicherungskonzerne lassen sich viel Zeit, denn es steht viel Geld auf dem Spiel. Natürlich mauert die Versicherungswirtschaft. Es geht alles in allem um etwa 3,5 Milliarden Euro. Und wenn man die nicht ausgeben muss, ist es doch besser, als wenn man sie jemand anderem gibt. Und wenn man es später hingibt, kann man in der Zwischenzeit zumindest Zinserträge erzielen. Also aus Sicht der Unternehmen ist es klar, die bleiben auf ihrem Geld sitzen, solange es geht. Ja, im Ergebnis heißt die Weigerung der Versicherungskonzerne, das Geld auszuzahlen, dass bei den Konzernen Unrechtsgewinne entstehen, weil sie ja Gelder behalten, die sie auszahlen müssten. Auch Birgit und Eckart Jussen sehen sich als Opfer ihres Versicherers. Sie haben über 4.000 Euro in ihre Kapitallebensversicherung eingezahlt. Nach der vorzeitigen Kündigung bekommen sie gerade mal rund 350 Euro zurück, nicht einmal ein Zehntel. Tja, das Geld ist einfach weg und man guckt eigentlich nur noch in die Röhre und man kann sich nicht wehren. Man steht irgendwie so ein bisschen, tja, wie gegen eine Wand. Man rennt so gegen eine Wand und kann überhaupt nichts machen und das ist sehr ärgerlich, ja. Wieder lassen wir nachrechnen. Dem Ehepaar Jussen stehen inklusive Zinsen über 1.650 Euro zu. Um wieder nicht zahlen zu müssen, findet die Versicherungswirtschaft ein neues Argument. Laut einem Schreiben ihres Versicherers, der DBV Winterthur, sind sämtliche Ansprüche verjährt. Das Verjährungsargument halte ich für nicht stichhaltig. Im Gesetz steht, Ansprüche verjähren in 5 Jahren. Allerdings erst müssen sie mal entstanden sein und in unserem Falle entstehen die Ansprüche überhaupt erst durch die Entscheidung des BGH. Aber außerdem ist das Berufen auf die Verjährung auch rechtsmissbräuchlich, weil ja die Bürger gar keine Chance hatten, ihren Anspruch geltend zu machen. Sie konnten ja von diesem Anspruch gar nichts wissen. Wir wissen, dass das die Rechtsauffassung einiger Juristen ist. Wir haben eine andere, weil bei uns mit dem Zeitpunkt des Rückkaufs bzw. der Kündigung die Verjährungsfrist beginnt. Das wollen Eckart und Birgit Jussen nicht hinnehmen. Sie werden vor Gericht ziehen, stellvertretend für Millionen anderer Verbraucher. Also, falls Sie betroffen sind, bestehen Sie auf Ihrem guten Recht und eingezahlten Geld. Nach der Sendung erreichen Sie im Internetchat die eben gesehene Vertreterin der Verbraucherzentrale und außerdem finden Sie hilfreiche Adressen auf der Frontal-Internet.